Heimat. Der wirklich schönste Ort der Welt. Wo alle willkommen sind. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Erfahren wahre Freiheit. Fühlen uns lebendig. Wir gehen zusammen als Freunde und Familie. Fragst dich, was als nächstes passieren wird? Freunde, eines habe ich auf der Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Forza Horizon Kapitel hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ich will keine Zeit verlieren, ich möchte direkt ins Spiel springen, in ein neues Horizon Abenteuer. Es geht endlich los mit dem Let's Play. Das Warten hat ein Ende. Ich freue mich wie Bolle. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist bei unseren ersten Metern hier im offiziellen Let's Play. Huhuhuhu. Das wird so geil. Ich freue mich. Und wir übernehmen das Steuer. Huhuhu. Bienvenidos a México. Oh, es ist toll. Ja, bremsen brauchen wir nicht. Vollgas. Ja, okay, ich gebe ein bisschen vom Gas. So, sehr gut. Ja, ich habe natürlich alle Fahrhilfen und so weiter alles schon im Vorfeld eingestellt. Das kann man machen. Also dementsprechend alle Fahrhilfen ausgestellt. Das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung. Und wuhuhu! Oh, ist das geil. Ist das optisch geil. Ja, und ich spiele auf dem PC. Das ist die PC-Fassung. Grafikeinstellungen hoch bis ultra. Also da geht sogar noch mal ein bisschen mehr. Aber das sieht trotzdem fantastisch aus. Und läuft auch schon direkt richtig smooth. Wuhuhu! Ah, da könnte etwas Verkehr aufkommen. Sei vorsichtig! Und jetzt geht's auf den Baja Truck. Zumindest mal sehen wir ihn ganz kurz. Boah. Ja, da kommen wir auf jeden Fall im Let's Play nochmal drauf zurück. Das steht auf jeden Fall fest. Ach, wir werden so eine lange, fantastische Reise erleben. Findest du neue Freunde? Amüsier dich ruhig. Krieg muss noch was ausliefern. Oh yeah. Oh yeah. Corvette C8. Schöner Tag für eine Fahrt. Ja, tatsächlich spiele ich sogar vor dem offiziellen Release. Und dementsprechend fehlt noch der Day One Patch. Ich verfolge den Sturm. Du Sieger Delante. Fahr weiter. Aber bis jetzt scheint ja mal alles super butterweich zu funktionieren. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Auch wenn man das alles schon mal gesehen hat. Es ist einfach fantastisch. In ein neues Horizon-Abenteuer zu starten, ist halt einfach super. Okay, es gibt keinen Weg außen rum. Wir müssen mitten durch. Alles klar, rein da in den Sandsturm. Auf. Man sieht halt einfach mal wieder gar nichts. Durch das Auge des Sturms. Boah. Das klang jetzt gerade richtig geil. Okay, auf mein Zeichen. 5, 4. Oder jetzt, auch gut. Eben, würde ich auch sagen. Was zählen wir da lange runter? Rein da. Das wird etwas holprig werden.
Und wir steigen ein in den Desert Flyer, in den 964 Safari. Touchdown! Nicht ein Kratzer! Der Dschungel wartet! Okay, gut, oh, guck mal hier, schön Wasserfall. Flamingos! Mal hier an die Cockpitsicht schalten, wollen wir ja auch mal ein bisschen andere Perspektive mitnehmen. Ah, ich freue mich einfach. Das ist so, wenn Geburtstag, Weihnachten, keine Ahnung, der Osterhase, alles zusammenfällt. Und ja, ich betone nochmal, es ist alles irgendwie schon mal gesehen worden, zum Teil gespielt worden, aber es ist einfach dieses Gefühl, das erste Mal dieses Let's Play zu starten oder überhaupt ein Forza Horizon Let's Play zu starten, das ist sowas ganz Tolles, weil man weiß, das ist nur der Anfang von etwas ganz, ganz Großem. Und ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast und den mit mir gemeinsam erleben möchtest. Huhuhu. Fluss und wieder raus. Dreh nochmal um und lotse dich über die Brücke. Ist klar. Oh. Uhuhu. Ah, das ist einfach nur. Maravilla! Du wirst deinen Augen nicht trauen, wenn du das siehst. Fahr weiter! Das ist einfach nur Freude pur. Einfach nur Freude pur. Und es ist eines der schönsten Gefühle, die es gibt. Highway zum Horizon. Jetzt wird's endlich Zeit für das Coverfahrzeug. Für den. Das ist die letzte Lieferung. Das ganze Festival wartet. Den Mercedes AMG One. Let's go! Na, wie wär's? Ein kleines Rennen zum Festival? Vamos! Ja, Formel 1 Technik für die Straße. Los geht's! Horizon, das ist Mexiko! Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schauen alle auf den Superstar, der sich jetzt auf den Weg zum Festival macht. Ja. Der Superstar ist klar. Ja, einfach ein Hammerfahrzeug. Wenn ihr zum Horizon Mexiko hier seid, dann haben wir etwas für euch. Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon gefasst! Ah, die Atmosphäre ist so geil. Hört ihr das? Das ist der letzte Frachtflug, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem AMG One liefert. Und da biegen wir ab. Auf die letzte Gerade. Straight Richtung Festival. Ich habe diesen Fahrer schon einmal gesehen. Das war mal ein gekonnter Auftritt. Yes! Ah, diese Intro-Sequenz ist einfach fantastisch. Da ist man direkt wieder drin. Das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit mir unseren Superstar Nummer Uno beim Horizon Mexiko willkommen! Da kann ja nur die Rede von mir sein. Das ist wahr! Wunderbar! Jetzt können wir unseren Charakter stellen. Ich versuche das ein bisschen schneller zu machen, man kann das ja eh jederzeit ändern. So, den haben wir auch schon tatsächlich gehabt in Horizon 4. Den würde ich auch wieder als Basis nehmen. Wir können allerdings die Frisur ein bisschen ändern und so ein bisschen so eine stylische Frisur. Hat ja was. Da werde ich ja schon glatt neidisch. Oh, so eine Frisur, oder? Hätte auch was. So. Die ist eigentlich auch ganz fesch.
ein bisschen verstruppelt, so ein bisschen verschlafen. Würde ja eigentlich zu mir auch manchmal ganz gut passen, ne? Ich glaube, die nehme ich jetzt einfach. Komm. Was soll der Geiz? Aber natürlich, entsprechend so wie ich es auch habe. Prothesen haben wir keine. Ist zwar auch irgendwie cool, dass man sowas machen kann. Und da gibt es ja auch wirklich coole, so optisch. Aber, nee, wir machen mal keine. Keine Prothese, genau. Wir sind männlich. Und, Hallo? Hallo? So hört sich meine Stimme an. Hallo? Hallo? So hört sich meine Stimme an. Ich sag's einfach, wie es ist. Also, mich können sie gerne fürs nächste Horizon auch als Synchronsprecher einladen. Also, das kriege ich auch noch hin. Die weibliche Stimme, super cool. Ich weiß echt nicht, was ich sonst noch sagen soll, aber so höre ich mich an. Diese Superstars. Das ist tatsächlich die Stimme, also an alle Star Wars-Fans, ja, von Ahsoka Tano aus The Clone Wars. Und ich weiß gerade nicht der deutsche Name. Ich weiß nicht, heißt die Patricia oder sowas? Die deutsche, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber finde ich eine mega geile Stimme. Und ich habe echt lange, lange überlegt, ob ich tatsächlich das Let's Play nicht sogar mit dem weiblichen Charakter mit dieser Stimme machen soll, weil ich die echt hammergeil finde. Aber schlussendlich, ja, entscheide ich mich jetzt doch dann für den männlichen Charakter und für diese Stimme. Mic check. 1, 2, 1, 2. Tja, da muss 3. Ich doch glatt ein wenig warten. Du kannst deinen Charakter jederzeit durch Besuch auf dem Festivalgelände oder deinem Haus ändern. Also man kann so jederzeit ändern, aber wir bleiben jetzt einfach mal dabei. Wunderbar! Stimmung ist gut. Oh, yes! Ein Riesenapplaus für... Wir haben Racer falsch geschrieben, das schreibt man R-A-I-I-C-E-R. Weiß so jeder. Wuhu! Ah, ich freue mich. Ich hab's schon gesagt, aber es ist halt einfach so. Es sprudelt aus mir raus. Oh. Hey, amigo! Als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Spektakulär? Ja. Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Cerros, Desiertos, La Jungla, Pirámides, La Belleza de México. Deine Aussprache war übrigens muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nicht, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Festival-Logistik. Da bleibt nur... Primita! Wen? Hey, pass gefälligst auf, wen du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a hacer revanda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Yeah! Mira, qué chulada! Was für eine Sammlung, du hast wirklich Geschmack. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Ja, da haben wir ein paar schöne Babys zur Auswahl. Chevrolet Corvette, Stingray, die C8, dann den Ford Bronco Badlands Edition, das zweite Kawaka-Fahrzeug neben dem AMG One und dann natürlich Toyota Supra, MK5 Supra. Ja, alle schon ein bisschen vorgetuned und da auch ein kleiner Tipp an alle, die selber natürlich in Horizon 5 loslegen wollen. Insbesondere was die Corvette betrifft. Das Tuning, was hier drauf ist, ist leider... ja, nicht sehr schön zu fahren. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich noch in dieser Folge machen, dass wir das Fahrzeug schnappen und das Tuning komplett runterschmeißen. Vielleicht erstmal das Ding Serie fahren und dann ein bisschen selber was dran tunen. Aber das ist wirklich ein gut gemeinter Tipp und ich glaube, jeder, der diese andere Erfahrung macht, kann das nur bestätigen. Das Fahrzeug ist in diesem Standard-Tuning viel zu untersteuern. Das macht gar keinen Spaß, weil man kaum in Kurven kommt. Der ist einfach nur ein gut gemeinter Tipp. Und weil das Fahrzeug am Anfang nicht so geil zu fahren ist, ja, nehme ich es jetzt nicht, sonst hätte ich es tatsächlich genommen. Aber ich entscheide mich dann schlussendlich erstmal für das Fahrzeug, was sich ja, mehr oder weniger so am normalsten noch fahren lässt von den drei vorgetunten Fahrzeugen. Und deswegen entscheide ich mich für den Toyota Supra. Ah, der A90 Supra. Der jüngste Nachfolger eines überaus legendären Autos. Gute Wahl, besonders wenn du gern quer fährst.
ja, da auch nochmal der Hinweis, wir bekommen alle drei. Man entscheidet sich am Anfang nur, mit welchem man als erstes fahren möchte. Ja, das auch nochmal als Hinweis. Also machen wir man verpasst eine nichts. Mit dem Supra. Super. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Oh ja, das kommt auf jeden Fall. Und da ist auch klar, was kommt. PXH, unser Community-Kürzel oder überhaupt unser Kürzel. Dann machen wir hier diese Symbole rein. Wenn ich sie finde. Ich glaube, wir machen Pink. Pink wie das Horizon Festival. So, und dann kommt natürlich mein Nickname. Ray. Ja. So, I und... Das hier, oder? Nein, Spaß. Kleiner Insider. So, da haben wir's. Perfekt. PXA, Ray, akzeptieren. Ach, pues. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. So habe ich mehr Zeit mit ihnen. Hey, Racer. Ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Schaurennen geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Hoffe, du bist bereit. Oh, ich bin bereit. Mit Alter. Ja, und dass sie natürlich vom Superstar sprechen, bedeutet... Das geht, Leute. Scott Tyler hier bei Base Arena. Das Horizon Festival hat begonnen und wow, wir haben große Pläne. Aber jetzt ist unser Superstar erstmal auf dem Weg zum neuen Schaurennen. Bereit für auf gut Glück, amigo? Bestimmt. Wie? Was war das? Du sagst, brauchst mich? Ja. Horizon, tolle Neuigkeiten. Ich muss jetzt sofort los. Ja, was ich sagen wollte, ist... Ich hab's vergessen. Dann war es wohl nicht so wichtig. Achso, warum wir immer Superstar genannt werden. Und zwar, sinnbildlich soll unser Charakter auch wirklich der Charakter aus Horizon 4 sein, wo wir ja uns zum Superstar gemausert haben. Deswegen geht ja quasi die Reise so weiter. Und jetzt bestreiten wir das Mexico Horizon Abenteuer. Und beginnen direkt mal mit einem richtig knallharten Schaurennen. Das war ein kleiner Spoiler, was uns gleich erwarten wird. Wir dürfen gespannt sein. Es geht auf jeden Fall actiongeladen weiter. Und da haben wir ihn, den Cossi V2 von Hoonigan und Kent Block. Richtig geiles Fahrzeug. Und ja, den dürfen wir jetzt fahren. Auf gut Glück. Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schaurennen vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Was könnte das nur sein? Ups. Scott Tyler sendet live aus einem Flugzeug. So, jetzt die Kamera wohl nicht. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot? Da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Das ist ziemlich knapp. Hui! Na ja, gut. Oh. Ja, wie schon erwähnt, der Day-One-Patch fehlt hier noch bei der Version, deswegen könnten noch kleinere Bugs auftreten. Ein paar sind auch schon bekannt. Also, wenn du loslegst, hast du vielleicht Glück und das ein oder andere ist da schon gefixt. Zum Beispiel, was man schon gesehen hat, unser Charakter, die Haare sind, je nach wie die Sonne so einstrahlt, nicht so ganz dicht. Also nicht ganz dicht, sondern halt kein dichtes Haar, ja. Und das ist auch ein bekannter Bug, der soll wohl dann gefixt werden. Da muss man aber eine gute Haarlotion, ja, oder Haarpflege machen und dann läuft das schon. An dem soll es aber nicht scheitern. Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen, was uns noch erwartet. Ja, bis jetzt alles easy peasy, alles Vollgas. Hey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Was kommt denn jetzt da raus? Motocross-Bikes! Touchdown! Los, Motorrad-Team! Das nenne ich Rennhorizon! Superstar-Fahrer gegen waghalsige Biker! Für wen seid ihr? Bremse ab! Oh,
Ja, und da fahren wir zum ersten Mal im Let's Play durch Guanajuato, die große Stadt im Spiel. Und wie ich finde, eine optisch fantastisch geile Stadt. Sehr farbenfroh, sehr bunt. Und das Besondere ist, es gibt eine Stadt unter der Stadt. Es gibt ein Höhlensystem, das wir jetzt hier in dem Schaurennen wohl noch nicht sehen werden. Aber im Let's Play ganz bestimmt sehr bald und sehr ausführlich. Ui. Da macht er ein paar Tricks. Da können wir nicht ganz mithalten. Ist dein Biker verschwunden? Der ist einfach abgebogen. Einfach weg. Komm, den holen wir uns. Den kriegen wir. Muss ich hart bremsen. Da kommt er ein bisschen schneller durch. Oder kommt er wieder? Der hat abgekürzt, der Schlingel. Pilot, was ist das? So, auf geht's. Über die große Rampe. Und er wirft einfach sein Bike weg. Uiuiuiuiuiuiui. Zieh gerade und dieser Grünschnabel gibt nicht auf. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Yes! Das nenne ich nochmal einen actionreichen Start. Und wir haben es direkt auf Platz 1 beendet. Natürlich, als Horizon Superstar. Gar kein Problem. So, ich glaube, man kann das auch gar nicht. Ah, gut, man könnte es natürlich schon versuchen, einfach mal eine Vollbremsung hinzulegen. Aber ich glaube, wenn man normal spielt, kann man das gar nicht. Nicht als Erster schaffen. Sehr gut. Was für ein Rennen! Das war unglaublich! Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Das ist natürlich nett. Den nehme ich natürlich sehr gerne direkt in meinen Fuhrpark. Sehr schön. Ja, und das war der erste ganz kleine Schritt in unserem Horizon-Abenteuer. Da haben wir wieder unseren Supra. Das ganze Festival redet über dich und die Hälfte hat mir Nachrichten hinterlassen. Triff mich unten beim Festival, dann gehen wir ein paar davon durch und besprechen, was du als nächstes tun willst. Abgemacht. Danke, Haley. Bis bald. So machen wir das. So und nicht anders. Okay. Da hinten also baut sich schon wieder ein mega Sandsturm zusammen. Auf einem Motorrad in einem Transportflugzeug. Stimmt's, Horizon? Ich frag nur, damit ich das meinen Freunden auch richtig beschreibe. Oh, und am besten noch ein Stern-Emoji für dich, Superstar. Und gesendet. Also, wie wär's mit den Foo Fighters? Du hast gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ja, dann geben wir den direkt mal aus. Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Ja, dann raus damit. Direkt mal 3000 EP. In 400 Metern rechts abbiegen. So, die Foo Fighters hören wir natürlich nicht. Wegen Copyright und so. Deswegen haben wir hier den Streamer-Modus an, dass wir trotzdem ein bisschen Musik haben. Ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Vocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Ja, das sind natürlich sicher, beide dass wir den sehr... Zeitplan einhalten können? Ich kann später das andere nachholen. Ja, sonst wäre ich wohl nicht sehr gut in meinem Job, oder? Das sind natürlich beides sehr interessante Sachen, aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Und die Sache mit dem Vocho, also mit dem Käfer, finde ich doch ein bisschen interessanter und passt doch super zur mexikanischen Kultur, die wir ja auch ein bisschen näher kennenlernen wollen, nicht wahr? Ich fahre mit Alejandra. Geht klar. Ich sage Carmen, dass du ihr später helfen kannst. Erstmal müssen wir hier versuchen, ja, einen Drift zu ziehen, aber dann hat ein Treiber Tage gemeint, nö. Na endlich, Haley hat mir einen Fahrer geschickt. Hey, du stehst auf Oldtimer, oder? Die Klassiker.
So, ein bisschen quer muss ja sein. Ja, für die etwas erfahreneren Spieler auch nochmal einen weiteren Tipp meinerseits. Wenn ihr in Horizon 4 oder 3 oder noch ältere Veteranen seid und ihr euch auch relativ sicher und confident fühlt, dann... Das ist ja rein das Lano-Parcours. Dann stell die Lenkung ruhig auf Simulationslenkung. Also auch wenn ihr in Horizon 4 auf normal gespielt habt, das habe ich auch so gemacht. Also die Simulationslenkung ist da einfach ein bisschen präziser und besser. Für Einsteiger jetzt vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, weil man schon sehr präzise auch lenken muss. Du hast dein Ziel erreicht. Na wunderbar. Dann würde ich sagen, rein da! Hey, Aleja, wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy, ich erzähl's dir unterwegs. Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Familie und Essen, Familie und Kunst, Familie und Musik? Fast. Familia und der VW Käfer. Bocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der einen hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Ich finde das mega cool, dass die Alejandra nebendran, wenn sie redet, auch wirklich eine Animation hat, die Lippen sich bewegen und so weiter. Und wenn man eben in der Cockpit ist, hört man sie wirklich so auf dem rechten Ohr. Während man halt jetzt in der Außensicht ist, hört man sie halt quasi so aus dem Off. Das finde ich mega geil. Das sind so kleine Details, feiere ich absolut. Erzähl mal von ihm. Bisabuelo bedeutet Urgroßvater, aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns nie getroffen, aber alle behaupten, ich wäre wie er. Loca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Huacho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Papa Fernando liebte dieses Auto abgöttisch. Der Tod ereilte ihn wohl auf einer schlammigen Straße hier in der Nähe. Er schoss ein letztes Foto und ließ ihn dort stehen. Da geht's also hin. Wenn du ihn findest, bringe ich ihn wieder zum Laufen. Ich hoffe echt, wir können ihn retten. Auf geht's in die Berge. Such eine Abzweigung. Da sollte es eine Straße oder sowas geben. Ja, und was auch besonders ist, der Myers-Manx, den wir hier fahren. Ja, die Basis eines Myers-Manx ist tatsächlich auch ein VW Käfer. Deswegen eigentlich das ideale Fahrzeug, um diese Storyline hier zu beginnen. So, gucken wir mal, ob wir den Käfer hier finden irgendwo. Genau wie auf dem Foto. Sieh dich um. Das muss definitiv hier sein. Aber wieso sollte Papa Fernando den Wocho hierher bringen? Die Stürme können ganz schön tremendous sein. Ich mach nur mal die Tür auf. Stucky? Er ist wirklich hier. Wir haben ihn für dich gefunden, Papa Fernando. Oh la la. Sieh mal, so einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Ja, der war nicht so ganz Serie mehr. Mit der Wheelie-Bar da hinten und dem fetten Motor. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Du fährst den Truck. Geht klar. Das kriegen wir hin. Ich muss eine neue Batterie einsetzen, Öl wechseln, Llantas, Lo Electrico. Das wird selbst für mich nicht leicht sein. Ist ein Käfer. Wird bestimmt sofort starten. Wundern wird's mich nicht. Also, was auch immer unter der Plane ist, ein Käfer ist es eigentlich nicht, aber wer weiß, vielleicht haben sie noch zusätzliche Sachen drauf gestapelt oder so. Aber cool, dass man diesen Transporter hier so fahren kann. Besitzen kann man ihn dann im Spiel nicht. Ich glaube, das kann man schon mal ausschließen. Die Straße sieht frei aus. Ich bin sicher, das passt schon. Aber es gibt auch keine Cockpit-Sicht. Aber ist ja cool für die Story. Ich find's nice. Oha. Okay. Und was ist das? Sieht nach einer Baustelle aus. Oh nein, was machen wir jetzt? Bam! Ja, das krieg ich hin. So kann man so machen wir das. Ja, aber hallo. So was nicht anders. Machen? Ich hab muchas ideas. So ist das mit dem Mocho. Nicht
nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensstil. So. Also Zeit haben wir mehr als genug, aber gut, ist auch das erste Kapitel. Ich glaube, da soll die Herausforderung jetzt auch nicht allzu groß sein und allzu schwer. So, dale. Und einmal hier rum. Und dann haben wir das doch geschafft. Pack den Truck hier. Den Rest übernehme ich. Was habe ich dir gesagt? Vermisste Autos zu finden ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, na, die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später. Yeah, da haben wir es geschafft. Sehr gut. Aber wie gesagt, im ersten Kapitel noch keine Challenge. Ich glaube, wir hatten irgendwie 8 Minuten Zeit, also da waren wir weit davon weg. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet, also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung, die Rennen, Stunts, Erkundungen, einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? So, ich habe jetzt gerade eine Meldung von Windows bekommen, das muss euch aber nicht interessieren. Die Firewall wollte fragen, ob das okay ist, sich mit dem Internet zu verbinden. Ja, ist es! So, natürlich ist hier gleich eine Veranstaltung, aber ich würde ganz kurz gerne vielleicht zurückfahren zum Festival. Jetzt habe ich nichts gehört. Doch, jetzt hört mal wieder was. Perfekt. Bei nächster Gelegenheit, wende. So, ja, da ich im Streamer-Modus bin, habe ich natürlich nur aus oder ein. Wir können ja aber trotzdem mal vielleicht den Motor ein bisschen lauschen. Ich habe auch die Sound-Settings ein bisschen angepasst. Die kann ich ja mal ganz kurz zeigen, falls es euch interessiert. Deinem Profil wurden neue Inhalte hinzugefügt. Ja, wahrscheinlich, weil ich so. Und, guck mal an. Deine Forza-Treue-Belohnung. Ich habe für Motorsport 7 den GT2S bekommen, für Horizon 4 den Senna, für Motorsport 6 den Ford GT, für Horizon 3 den Centenario, für Horizon 2 den Huracan und für Horizon die Viper. Und Motorsport 5 haben sie vergessen. Motorsport 5 habe ich auch gespielt. Hallo? Wo ist mein McLaren P1? Das finde ich jetzt aber gemein. Naja, gut. Was ich sagen wollte oder euch zeigen wollte ganz kurz, ist meine Audio-Settings. Da, dass die Motoren ein bisschen mehr rausgehen, ist das halt auf 100% und der Rest ist ein bisschen runtergedreht. Und auch die Musik würde ich jetzt an der Stelle etwas runterdrehen. Ein bisschen darf sie ja dabei sein, aber ein bisschen würde ich sie dann noch weiter runterdrehen. So, aber jetzt weiter geht's. Oh, da gibt's die nächsten Fahrzeuge. Achso, nee, das sind die einfach nochmal aufgeführt. Okay. Ja, dann habe ich ja schon mal direkt paar schöne Fahrzeuge im Besitz. Willkommensfahrzeuge gibt es auch noch. Also, ja, also über zu wenig Startfahrzeuge kann ich mich auf jeden Fall schon mal nicht beschweren. Das steht schon mal fest. Aber ja, lassen wir das erstmal so stehen und fahren erstmal jetzt ganz normal weiter. Und dann würde ich auch mal bei den Anfangsfahrzeugen bleiben. Wir gehen ganz kurz ins Festival. Schnapp uns die Corvette. Und ja, dann zeige ich das ganz kurz mit dem Tuning. Steigen wir kurz ein. Gerade auch für die Leute, die sich ein bisschen mit Feintuning auskennen. Willst du deinen Wagen kurz zu zeigen? Dann bist du hier richtig. Komm, ich zeig dir alles. Und zwar, ja, die sich ein bisschen auskennen, das kann ich auch gleich zeigen. Also die Spur vorne ist hier, der Negativwert ist in Real Life eigentlich ein Positivwert, ist auch egal. Bedeutet, dass halt mehr auf Stabilität auf der Vorderachse Wert gelegt wurde. Auch die Stabi vorne sehr hart, hinten sehr weich, auch wieder mehr Stabilität. Das ist soweit okay, aber auch sehr weich gefedert. Also eigentlich könnt ihr da schon auch ein bisschen härtere Federung vertragen. Genauso auch die Dämpfung. Aber das hier ist halt natürlich, ne, vorne ganz wenig Aero-Einstellung, hinten ganz viel. Bedeutet halt, je schneller ich fahre, desto mehr
habe ich natürlich Anpressdruck auf der Hinterachse, aber vorne nicht so. Dementsprechend habe ich mehr Untersteuern. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, nur ganz kurz als Tipp. Deswegen, dieses Tuning würde ich nicht verwenden. Ich mache das sogar noch dreister. Ich setze sogar alles zurück zu Standard. Oder sollen wir das einbauen? Und zwar fahren wir die einfach mal in Serie. Und die fährt sich in Serie tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und deswegen fahren wir die einfach mal kurz in Serie. Tuning werden wir auf jeden Fall mehr als genug noch haben in diesem Let's Play. Guck mal, da steht jetzt ein anderer Spieler sogar schon. Da sind wir schon im Multiplayer drin. Da haben wir aber schon aber nicht so die nervigen drei Avatare, die uns dann ständig jetzt umboxen. Ja, jüngst erst auch sogar vorgestellt von der C8, die Z06. Mal gucken, ob wir die auch noch mit ins Spiel bekommen. Das ist ja hier die quasi normale, die Stingray. Aber die Z06 jetzt, die neue, die sieht auch schon mal verschärft aus. Da bin ich mal sehr gespannt. So, wir starten mal. Wir haben auch schon gesehen, das Rennen findet in der Regenjahreszeit statt. Ja, schaut schon schön aus. Gut, dürfen wir direkt mal hier gegen R8 antreten. Los geht's. Na, gucken wir doch mal, was die Serien C8 so kann. Ja, gut, gegen Huracan. Ist natürlich schwierig. Mit seinem Allrad. Ja, drängelt sich so ein bisschen davor. Ja, und wie du schon gesehen hast, natürlich die erste Folge, die Pilotfolge, ein bisschen länger, einfach um so ein bisschen auch reinzukommen, um das Ganze auch ein bisschen zu zelebrieren. Die kommenden Folgen werden dann wieder im Let's Play so circa, ja, 25 bis 35 Minuten. Angepeilt ist immer so ungefähr 30 Minuten, aber halt, ja, plus, minus 5 Minuten kann da natürlich schon immer mal sein. Und ja, zu Beginn dieses Let's Plays, das kann man vielleicht auch mal noch sagen, wird natürlich jetzt hauptsächlich die Kampagne gespielt oder fast ausschließlich. Und das Let's Play, wie man es vielleicht aus den vergangenen Horizon Let's Plays hier auf dem Kanal kennt, zu, ja, Horizon 2 oder 3 oder eben jüngst 4, diese klassischen Formate, die ich hier mache, die werden erst dann tatsächlich danach kommen, wenn wir das große Ziel in die Hall of Fame, nämlich zu kommen, erreicht haben hier im Spiel. Und Entschuldigung fürs leichte Anditschen, aber ich hab's eilig, ich möchte hier das Rennen gewinnen. Und deswegen erleben wir jetzt erstmal gemeinsam richtig schön Renn-Action. Und richtig schön Karriere- oder Kampagnen-Action. Bisschen zu schnell, aber passt schon. Leichter Drift. So, haben wir vorne Musielago. Super Veloce, den etwas älteren R8. Komm, die kriegen wir doch noch. Ja, die Fähigkeitseinblendung ganz oben, die werde ich auch irgendwann dann wahrscheinlich ausschalten, weil ich die eher dann irgendwann nervig finde. Aber jetzt am Anfang kann man die erstmal ja noch drin lassen. Da wird es auch sicherlich die ein oder andere Challenge geben, wo wir das noch brauchen. Falls du jetzt schon irgendwie das Gefühl hast, boah, das lenkt mich übelst ab da oben. Das ist das reinste Pop-up oder Einblendungsfeuerwerk. Keine Sorge, das nervt mich genauso ein bisschen. So, jetzt ganz ruhig. Ja, klingt aber nice hier, da vorne. Der Musielago, da haben wir jetzt gerade richtig krass gehört. Beim Runterschalten. Ja, das vielleicht auch noch. Ich spiele hier aktuell mit dem Xbox Elite Series Controller, ist aber auch alles, Vorsicht, ist aber auch alles in der Videobeschreibung vermerkt, aber auch keine Sorge, ich werde natürlich auch einige Folgen mal mit dem Lenkrad unterwegs sein, schließlich habe ich ja ein ganz gutes Lenkrad-Setup zu Hause, was ich eigentlich hauptsächlich für Rennsimulationen nutze, aber gerade in puncto Lenkrad haben sie ja einiges getan. Und das möchte ich natürlich auch hier im neuen Horizon mal auschecken. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal unser erstes offizielles Rennen gewinnen. Und das war auf jeden Fall ganz schön knapp.
und spannend. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Nice. Level Up haben wir auch erreicht währenddessen. Was sieht man jetzt auch nochmal? Juhu. Und da kriegen wir doch vielleicht einen Wheelspin. So ist es. Beim Wheelspin gibt's jedes Mal große Preise. Du musst nur drehen. Ja! Ein lila gestreiftes Bleistiftkleid. Wollte ich schon immer mal haben. Mensch. Ja, Kleidung ist natürlich auch wieder zurück, aber irgendwann hat man die ja alle weggedreht. Beziehungsweise man kann Kleidung jetzt auch kaufen. Hey, wie fandest du das? Nicht übel. Du findest alle neuen Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Viel Spaß. So, wir bedrehen nochmal ganz kurz das Festival. Nicht erschrecken. Und zwar nochmal ein Tipp von mir. Und zwar den Cossi, den wir bekommen haben. Der, ja, ist natürlich ganz cool, um auch ein bisschen durch die Gegend zu driften. Allerdings hat er auch tatsächlich eher Reifen, serienmäßig, die für die Straße sind, hier mit drauf. Aber eigentlich ursprünglich ist es ja natürlich ein Rallye-Fahrzeug und dafür möchte ich es auch nutzen. Und da kann man tatsächlich relativ schnell Abhilfe schaffen. Ihr geht einfach zu den Reifen. Oh, und ob wir Reifen haben. Und wählt dann entsprechend die Offroad-Reifen, ja. Offroad-Reifen sind quasi für Schlamm, Schotter, für die ganzen eingezeichneten Wege, die jetzt nicht unbedingt Asphalt sind. Es gibt auch noch natürlich Gelände für wirklich hartes Terrain, für wirklich querfeldein. Das brauchen wir nicht, aber wir nehmen eben diese Reifen und ihr seht auch, optisch sind die auch gleich, also auch mit Beschriftung hier, schön Toyo Tires und so weiter. Und das ist auch nochmal eine Empfehlung, die ich habe. Kosten zwar gleich hier 10.000 Credits, aber das einfach drauf machen und dann seid ihr schon mal echt gut dabei. Weil ich denke mal, die nächste Veranstaltung, die wir machen werden, wird wahrscheinlich ein Crip-Rennen sein. So nennt sich ja diese Dirt-Veranstaltung, die wir hier haben. Und deswegen verlassen wir auch das Ganze direkt mal mit diesem Fahrzeug. Ja, das ist ja die Möglichkeit, so eine Art Launch-Control reinzubekommen. Wenn man quasi anhält, kurz den Rückwärtsgang reinschmeißt und dann den ersten Gang und dann Bremse und Gas gedrückt halten, dann lockt das so ein. Allerdings weiß ich nicht, ob bei, was sind das jetzt, 1000, warte mal, ich habe die Telemetrie, ja, was sind das jetzt, 1757 Umdrehungen, das ist ein bisschen wenig, finde ich, für eine Launch Control, die sollte eigentlich ein bisschen höher sein. Und so krass kommt er jetzt auch nicht weg. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das so die geile Sache ist, was Launch Control betrifft. Aber ja, viele, 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 viele fantastische Sachen zu entdecken. So, und wie gesagt, wir wollen ein Crip-Rennen machen, deswegen fahren wir auch da direkt mal hin. Bei nächster Gelegenheit. Na, gucken wir doch mal, was uns erwartet. Hui, da ist aber einer weit gesprungen. Das hat schon ein bisschen verraten, dass da später mal eine Rampe hinkommt. Ja, das sind alles andere echte Spieler, die tatsächlich auch schon ein bisschen früher loslegen konnten. Denn offiziell geht's ja erst für dich morgen los, wenn du Besitzer der Premium Edition bist. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Und für alle anderen geht's ja dann am 9. November los. Also am kommenden Dienstag. So. Dann geht's direkt mal rein. Na, gucken wir mal, ob der Trick mit den Reifen tatsächlich die richtige Eingebung war. Oder hat der Raider vielleicht Flachsen erzählt? Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir sehen auf jeden Fall, dass der Beetle sogar mit kompletten Querfeldeinreifen, wollte ich schon sagen, also Geländereifen fährt. Ganz schön krasse Beschleunigung. Uiuiui. Dann müssen wir alles wieder einholen. Das mal ein bisschen härter. Ah, der Checkpoint hat gezählt. Ganz klar. War zwar knapp, aber er hat gezählt.
Sieht auch fantastisch aus mit der Sonne da hinten, aber ich will mich jetzt nicht ablenken lassen. Ich muss hier ein Rennen fahren. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, man muss auf jeden Fall schon sehr feinfühlig lenken, wenn man die Simulationslenkung anhat. Aber wenn man ein bisschen feinfühlig lenken kann, dann ist das schon eine gelungene Geschichte. So, auf Platz 4 sind wir schon mal. Aber ja, die letzten drei sind bekanntlich die schwersten in so einem Rennen. Schwierig. Ja, das könnte knapp werden. Kommt zwar so ein bisschen ran, aber nicht wirklich vorbei. Also, Rivatare haben es auf jeden Fall schon in sich. Im Übrigen, Schwierigkeitsgrad ist hier Profi. Das ist der zweithöchste. Unschlagbar wäre der höchste, aber der ist wohl noch zu heftig. Ja, den letzten kriegen wir auch nicht. Schade, schade. Aber Platz 2 möchte ich natürlich schon gerne mitnehmen. Ja, da hat ein bisschen vielleicht die Power gefehlt und am Anfang vielleicht ein bisschen zu zögerlich gewesen beim Überholen. Bisschen mehr ins Heck gefahren als tatsächlich dran vorbei. Das ist nicht unbedingt die beste Taktik, um einen Sieg für sich einzufahren. Ja, und wir sammeln weiter Erfahrung und natürlich Auszeichnung. Auszeichnung ist ja quasi die Währung, die wir brauchen, um in der Karriere nach vorne zu kommen. Dazu kann man natürlich die verschiedensten Aufgaben lösen. Und ich würde sagen, das nächste, was wir anstreben, ist vielleicht den Blitzer hier. Da können wir doch, komm, 241,4 kriegen wir doch vielleicht hin. Wir haben ja netterweise was Schnelles geschenkt bekommen. Und da könnte man doch vielleicht mal irgendwas, auch sowas Schnelles mal nutzen. Vielleicht nehmen wir einfach mal ganz kurz den, ja, ich glaube mal, ja, Centenario können wir nehmen, oder? Nehmen wir mal den Centenario. Reisen wir quasi mal ganz kurz zu Forza Horizon 3 zurück. Denn da war der ja Discover Car. Mal gucken wir doch mal, ob wir diese knapp 250 Sachen hinkriegen. Um zumindest mal 2 Sterne hinzubekommen. Mit ein bisschen mehr Anlauf sollte der auch die 300 irgendwas schaffen. Oh, das wird ziemlich knapp, aber könnte klappen. Du hast dein Ziel erreicht. Sehr schön. Und so ein Schild nehmen wir auch noch gleich mit. Hola, mi amigo. Das ist eine Schnellreisetafel. Zerstöre sie, um Schnellreisen günstiger zu erhalten. Zerstöre alle für kostenlose Schnellreisen. Dale! Ein Wheelspin, da drehen wir natürlich sofort. Vielleicht kriegen wir nochmal ein schönes Kleidungsstück. Na, nö, aber 40.000 nehme ich natürlich auch gerne mit. So, und da haben wir noch eine Blitzerzone. Das können wir doch auch gleich noch mitnehmen. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich spiele hier auf dem PC. Auch da natürlich der Hinweis, meine PC-Spezifikationen findest du auch in der Videobeschreibung. Vollgas geht nicht ganz. Aber ich versuche trotzdem so schnell wie möglich hier durchzufetzen. Dafür wäre vielleicht der GT2 RS sogar ein bisschen besser gewesen. Hey Racer, wir sind auf dem Weg zum ersten Abenteuer. Mach weiter so. Wir folgen. Aber es waren trotzdem 3 Sterne. Sehr gut. Danke, Haley. So, und dann würde ich sagen, fahren wir zum nächsten Rennen. Da lege ich jetzt auch keine Rute fest, weil das dürfte eigentlich eh gerade da vorne sein. So ist es auch. Und wenn wir jetzt hier schon mal ein bisschen in der Zeit zurückreisen zu Horizon 3, dann würde ich sagen, setzen wir die Reise noch weiter zurück in die Vergangenheit und gönnen uns einfach mal ganz kurz den Huracan. Ja, wir können ja am Anfang ja mal ein bisschen durchgehen mit den Fahrzeugen hier in der Pilotfolge. Ach, tolles Fahrzeug.
Sehr schön. Ja, gucken wir doch mal, ob wir damit eine gute Chance haben. Ja, Huracan einfach immer noch ein wunderschönes Fahrzeug. Und ja, neben dem normalen Huracan haben wir ja auch den Performante hier im Spiel. Leider noch nicht im Fuhrpark. Aber das kann sich alles noch ändern. So, die Smaragd-Rundstrecke steht an. Rein da. Alter, was hat der Ferrari für einen Start, bitte? Alles klar. Sorry, ich hab's eilig. Ich klatsch schon wieder überall hinten dran. Schon mal ganz gut bis jetzt so nach vorne. Ja, ich habe den kosmetischen Schaden übrigens an, weil sich immer wieder mal beklagt wird, dass die Autos ja keinen Schaden nehmen. Ja, dann immerhin mal ein bisschen optisch auch. Ja. Also da sieht man auch, wenn ich ein bisschen rapiader gefahren bin. Vorsicht. Rein. Jawohl. Ja, schön. So, jetzt heißt die Nummer 1 jagen, den Ford GT hier vorne. Ja, der Huracan fährt sich fantastisch. Geiles Fahrzeug. So, letzte Runde. Wir sind direkt dran. Ein bisschen die Haftung verloren. Ja, was man ja sagen kann, auch gerade für die Spieler, die natürlich aus dem letzten Spiel kommen, also aus Horizon 4. Prinzipiell fühlt man sich relativ schnell wohl. Allerdings gibt es trotzdem ein paar Veränderungen, gerade was die Fahrphysik betrifft. Wir haben ein komplett neues Reifenmodell, die Stabilisatoren sind komplett überarbeitet worden. Und so wie ich auch empfinde, wurde die Aerodynamik nochmal etwas überarbeitet. So spürt man jetzt schon deutlicher, wenn die greift, wie die greift. Selbst die Balance der Fahrzeuge spürt man da. Und auch viele Serienfahrzeuge, die zwar keine einstellbare Aero haben, haben aber trotzdem eine wirkende Aerodynamik, wie es auch sein sollte. Und das macht dann schon natürlich richtig Spaß, auch gerade solche krassen Sportwagen zu fahren. Aber auch die etwas normaleren Fahrzeuge wollen wir natürlich fahren und auch natürlich alte Klassiker. Auch wenn wir davon wahrscheinlich heute noch keinen sehen werden. Sehr schön. Da geht es ja fast schon in Richtung Stufe Nummer 4. Hey Racer, toll gemacht. Wir sind fast bereit für ein Abenteuer von Horizon und wir wollen dich dafür. Wir unterhalten uns später. Okay, jetzt ist es bei 2,5 jetzt, okay. Aber es hat trotzdem sehr wenig für eine Launch Control, oder? Naja, gut. Lassen wir halt mal so stehen. So, wo können wir denn jetzt hin? Was können wir jetzt als nächstes machen? Ich würde sagen, wir gehen... Uns fehlt auch gar nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Da könnten wir ja vielleicht sogar... hier so eine Wegbereiter-Sache machen. Da fahren wir dann mal hin und dann wechseln wir natürlich auf ein Offroad-Fahrzeug. Damit sollte das ja dann wunderbar funktionieren. In 400 Metern rechts abbiegen. Wow. Das klingt so fantastisch. Also gerade die Onboard-Sounds haben sie halt richtig, richtig geil gemacht. So, immer schön die Kurve schneiden. Bin ja schließlich hier auf einer Rennstrecke. Ich mach mal kurz den Geisterfahrer. Beim
nächster Gelegenheit finden. So, wir fahren jetzt hier zum ersten Mal so ein bisschen auf den Highway drauf. Den gucken wir uns natürlich auch nochmal mehr als genug an. So, ich hole ein bisschen Anlauf. Scharf links abbiegen. Route wird neu berechnet. So, und wir wechseln mal ganz kurz das Fahrzeug. Wir bauen auf jeden Fall irgendwas Geländegängiges. Den vielleicht, oder? Hier, guck mal, Willkommensfahrzeug. Der dürfte doch gut abgehen. Machen wir einfach. Wenn wir schon ein Willkommensfahrzeug bekommen, also du merkst, ich hau hier die Fahrzeuge durch. An Abwechslung soll es nicht scheitern. Werden wir natürlich jetzt nicht jede Folge machen, aber... Ja, ja, ganz schön gut nach vorne hier. Damit sollten wir doch die Wegbereiter-Geschichte machen. Ja, beim Wegbereiter geht es eigentlich darum, in einer vorgegebenen Zeit so schnell wie möglich da durchzufetzen. Bis zum Ziel. Das ist das Starttor von einem Wegbereiter. Jetzt musst du es nur noch bis zum Zieltor schaffen. Auf, auf! Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, wenn ich mich jetzt nicht gleich noch überschlage. Und Bingo! Wegbereiter gerockt. Wie war's? Ich liebe diese Veranstaltungen. Ich muss kaum etwas tun. Hey, mi amigo. Hayley hat gesagt, wir sind bereit zum Erweitern. Triff mich in Molehe. Zeit für unser erstes Abenteuer. Und noch ein Geheimnis, an dem wir getüftelt haben. Aufregend. Bin bald da, Rami. Bei nächster Gelegenheit enden. Ja, dann würde ich doch mal sagen, da fahren wir doch mal hin. Und dafür nehmen wir ein ganz besonderes Fahrzeug. Und zwar das Coverfahrzeug aus dem letzten Horizon-Titel. Den McLaren Senna. Ich würde mal sagen, damit kann man doch auf jeden Fall gebührend diese Pilotfolge dann quasi, ja, mehr oder weniger beenden. Oh. Was für ein Monster einfach. Was für ein Monster. Nehmen wir natürlich noch mit, wenn das ja schon so rumlummert. Schon fleißig am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken, wenn du Lust auf Abenteuer hast. Alles klar. Ja, dann gehen wir noch mal hin zu Casa Bella. Du hast zum schönen Zuhause. Es gibt da einen spanischen Spruch, den du vielleicht kennst. Aber es geht nicht nur um mein Haus ist dein Haus. Es geht um Zuhause und Familie. Horizon und Mexiko sind Familie. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Und damit nochmal recht herzlich willkommen zum Let's Play von Forza Horizon 5 hier auf dem Kanal.